Servus, ich bin Arvid Sasakoni und heute erzähle ich ein bisschen was über meinen Schläger. Ich spiele den Warrior, weiß, blau, grau, schwarz. Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe, als blauer 60er-Fan natürlich. Und in der Bayern-Flagge, die habe ich natürlich auch drauf. Deswegen versuche ich immer viel blau rein zu machen. Beim Tape oben, ich tape oben rum, dass der Stäbsel nicht rausfällt. Dann das dünne Tape einmal und dann das halbe dünne Tape. Da habe ich dann das Gefühl, dass ich mit dem kleinen Finger schön greifen kann und ein bisschen mehr Druck drauf kriege. So eine gute Handschuhling voll Tape, damit man einen guten Grip hat. 100 Flex, weil man einfach gerne ein bisschen Flex drin hat, dass die Scheibe schön rauskommt. Ja, das Schlägerblatt ein bisschen dicker machen lassen. Ja, einfach damit da nur mehr Droh ist. Vor allem, weil man dann auch bei Mannschaften auch viel Scheiben aus der Banden rausnehmen muss und da soll ja die Schaufel einfach stabiler sein. Deswegen ist die ein bisschen dicker. Auch bei den Schüssen, dass die nicht ganz so viel nachgibt. Tapen tue ich immer schon vom Anfang bis zur Spitze. Momentan nehme ich dünnes Tape her, aber ich nehme oft das dicke Weiße, weil es einfach schneller geht und ein bisschen weniger Arbeit ist. Und danach gehe ich mit meiner Scheibe drüber. Ich habe immer die gleiche Scheibe, schon seitdem ich in Minga bin. Und mache das Tape schön schwarz. Ich habe dann das Gefühl einfach, dass der Schnee weniger hänger bleibt und dass man einfach dann ein besseres Gefühl hat. Und der Tape-Job hält auch länger. Oft schaffe ich es, dass ich die ganze Trainingswoche durch mit dem gleichen Tape mache und dann nur vor jedem Spiel tape. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.